Hallo meine lieben Freunde, es ist Samstag zu Mittag. Facebook hat soeben meinen gesamten Online-Auftritt gesperrt mit 304.000 Followern und unterbindet somit die Kampagne zur Sammlung von Unterstützungserklärungen zur Präsidentschaftswahl. Das ist ein politischer Amoklauf auf die Demokratie, auf die Freiheit in Österreich. Das ist Zensur in seiner übelsten Form. Das ist vor allem ein Tritt gegen die Demokratie, gegen die demokratische Auseinandersetzung und eine Einmengung durch den Facebook-Konzern in die österreichische Demokratie und in den Wahlkampf rund um das Amt des Bundespräsidenten. Facebook greift hier ein und versucht, meine Kandidatur zu verunmöglichen. Ohne Angabe von Gründen wurde meine Seite gesperrt. Kein Mensch weiß, wie es passieren konnte. Facebook reagiert nicht, teilt auch nicht mit, welche Gründe dahinter liegen, mitten in einem Wahlkampf quasi das Hauptkommunikationsmittel der gesamten Kampagne zu sperren. Man versucht mich also mundtot zu machen, man versucht meine Kandidatur zu torpedieren. In welchem Auftrag Facebook arbeitet, weiß man nicht. Meine lieben Freunde, ich halte euch auf dem Laufenden.